Heute machen wir nicht viel. Heute grillen wir. Vielleicht kommen wir dazu, ein bisschen Radieschen nachzusehen. Ja, so windig, ne? Und noch ein paar Stangenbohnen werden wir vielleicht noch einsehen. Stangenbohne Blauhilde. Es ist ganz schön windig, deswegen wird das Windgeräusche ganz viel machen, dieses Video. Ich kümmere mich jetzt noch mal kurz um die Stangenbohnen. Da müssen normalerweise noch Stangen reingesetzt werden in den Boden, damit die da hochranken können. Das mache ich jetzt auch noch nicht. Ich tue sie erstmal in die Erde rein und nächstes Wochenende werde ich die Stangen dazu setzen. So, für die Bohnen habe ich jetzt hier den Acker ein bisschen umgegraben und hier so ein bisschen das schon mal so eine Fläche frei gemacht, viermal. Da kommen die Stangen nachher in die Mitte rein. Und die Bohnen kommen außenrum, jeweils vier Stück. Die Bohnensamen sehen so aus, von der Blauhilde. So, und da tue ich jetzt jeweils vier Stück rein. Eins. Oh. Jetzt habe ich doch schon die Stangen reingemacht, aber erst drei. Eine vierte Stange fehlt noch. So sieht das dann aus. So, die Bohnen sind jetzt fertig, die sind jetzt in der Erde drin, angegossen, so müssten die was werden. Die Kartoffeln da hinten kommen auch, die müssen eigentlich noch angehäufelt werden, aber das machen wir heute, glaube ich, nicht. Heute wollen wir eher grillen, aber ein bisschen gießen müssen wir noch. Möhren, Petersilie, Schnittlauch, Salat, Meersalat, Fenchel, Rote Beete, Kohlrabi, Julia, Porree, Sellerie, Buschbohnen, Blumenkohl, Kartoffeln. Jetzt werden wir dann endlich grillen. Ich habe gefragt, ob das damit geht. Du hast gesagt, ja, ja. Wettertechnisch war heute noch Tornado-Warnung durchgegeben worden. Aber es sieht noch ganz gut aus. Und das ist die professionelle Berieselungsanlage für die Tomaten. Und für die Gurken. Chilis sind anscheinend auch bei Ameisen sehr beliebt. So, und jetzt wird gegrillt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.